Hallo und herzlich willkommen zurück zu J-Stars Victory vs. Plus. Freunde, das ist das Finale heute. Heute gibt es wirklich den allerletzten Part von J-Stars Victory vs. Plus. Ich freue mich drauf, Freunde, endlich diese Geschichte jetzt abzuschließen, damit auch das Let's Play abzuschließen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall weitermachen. Wir haben im letzten Part mit Yusuke gegen den Eifer gekämpft und haben den Eifer auch besiegt. Und jetzt ist Gon an der Reihe und muss natürlich sich auch in dieser Welt beweisen. So, das Schiff bewegt sich nicht mehr. Da ist doch noch was anderes. Ja, genau wie letztes Mal. Und das gefällt mir absolut nicht. Oh, verdammt. Wieder ein gut aussehender doofer Schatten. Und dieses Mal. Oh, der Typ sieht ja genauso aus wie ich. Gebt mir den unheilvollen Schlüssel mit Namen Freundschaft. Freundschaft bringt eurem Volk nichts als den Tod. Das Wort verzaubert und beraubt euch mit seiner Schönheit. Es bringt euch nur den frühen Tod, aber ihr glorifiziert es. Es ist töricht, für andere zu kämpfen und zu sterben. Sie bleiben immer, die anderen werden nie Teil eurer selbst. Wenn ihr nicht für euch, sondern für andere Gefühle hegt, werdet ihr eines Tages für andere sterben. Gebt mir darum den Freundschaftsschlüssel und flieht. Noch ist Zeit, tu es und ein Paradies erwartet euch. Hey, kann ich dich mal was fragen? Ist es dein Traum, in Zukunft ganz alleine zu sein? Ich finde es sehr schön, mit Freunden zusammen zu sein. Ist es abwegig, wenn man etwas für sie tun will? Klar, wenn ich helfen kann... Klar, wenn ich helfe, kann ich in Schwierigkeiten geraten. Aber ich würde es nie bedauern, einem Freund geholfen zu haben. Und deshalb gebe ich dir diesen Schlüssel nicht. Wenn du ihn haben willst, musst du ihn mir schon abnehmen. Oh mein Gott, ganz ehrlich. Gon hat es bis jetzt am besten gesagt. Ich finde, der hat es einfach richtig smooth gesagt. Der ist nicht beleidigend geworden oder so. Der hat ihn einfach übelst ausgekontert mit einem simplen Spruch, ey, wirklich. Hammer. Muss ich ehrlich sagen, das, was Gon gerade gesagt hat, mega episch gerade. Sehr gut, wirklich. Hat mir echt gefallen gerade. Wir nehmen noch als Dankeschön Goku Summit mit dem Kamehameha. Moment mal, was kann Goku noch? Meteorkracher, Teleport Kamehameha. Meteorkracher? Ich glaube, ich mache mal das. Das habe ich ja noch nie gesehen bei dem. Ja, okay. Das können wir so lassen. Und jetzt werden wir die Freundschaft besiegen. Er heißt ja, also der Schlüssel heißt ja sozusagen Freundschaft. Und deswegen werden wir den jetzt auf jeden Fall, ihr wisst schon, besiegen. Goku, bist du bereit? Gon ist ebenfalls bereit. Er ist die ganze Zeit schon bereit, Freunde. Du kleiner Superheld. Todekong ist natürlich auch bereit, hat schon sein Besteck so ein bisschen zusammengeschnitten. Das heißt zusammengeschnitten, geschliffen besser gesagt. Und möchte natürlich für seine Crew oder für seine Freunde ein perfektes Mahl bereiten. Oh verdammt. Wie ging das denn nochmal? Das passiert, wenn du deine Deckung vernachlässigst. Hammer. Goku? Okay, das hat absolut nichts gebracht, da muss ich genau vor ihm stehen. Oh, das kann ich auch. Bam. Nochmal, komm, zack. Bam. Finde ich super. Verdammt. Oh Mann, lass mich doch auch mal schlagen, verdammt. Du bist so groß, ich bin so klein. Zack. Ach, verdammt. Okay, das hat absolut nichts gebracht. So, ich lade jetzt auch mal mein Nen auf. So. Jetzt habe ich, glaube ich, Kondition oder irgend sowas erhöht. Ich weiß gar nicht, was ich erhöht habe, aber ich habe irgendwas erhöht. So, meinen Junken aufladen. Das kann ich jetzt abfeuern. Ich glaube, das kann ich sogar loslassen. Und das kann ich jetzt mit Viereck, Dreieck oder irgend sowas abschießen. Moment. Ich muss den perfekten Zeitpunkt abwarten, Freunde. Jetzt! Verdammt. Scheiß Treppe war im Weg. Böse, böse, böse. Ob das noch heute episch wird, das wird natürlich noch eine Frage. Und du solltest mich auch schon treffen, wenn du das einsetzt. Wie das denn überhaupt nicht juckt, wenn ich den auf ihn einschlag? Unglaublich. Moment mal, wie mache ich das denn nochmal? Wie schieße ich denn diese Kugel? Okay, das war's nicht. Ich glaube, mit Viereck mache ich das. Ja, mit Viereck, okay. Also man muss nur einmal kurz aufladen, dann kann man loslassen und dann kann ich steuern. So, jetzt. Zack, erwischt. Aber zockt nicht wirklich viel ab. Deswegen lasse ich das mal lieber. Bringt ja nichts, wenn das nicht auch viel abzieht. Aber ganz ehrlich, ich komme überhaupt nicht an den ran, weil immer Toriko den weghaut. Knappe Geschichte. Und schon wieder. Goku. Ja, natürlich. Schlägt er mich mit seiner Angel.
Goku? Er hat ihn getroffen. Wie er den einfach vermöbelt. Super. Aber wir müssen mal schneller machen. Das geht hier viel zu lang. Es kann doch nicht sein, dass ich so schlecht mit Gon bin. Oder viel besser. Also vor der Gamescom war ich auf jeden Fall besser mit dem. Ich glaube, ich habe das Spiel verlernt, Freunde. Nein, jetzt hör auf mit deiner Angel. Böse. Kodekom muss auch aufpassen, der ist gleich tot. Ach, verdammt. Ey, also Gameplay vom Allerfeinsten heute, Freunde. So, jetzt können wir das die ganze alle mal beenden hier. So. Freunde, ladet eure Energie. Nen. Essen. Und Aura oder Ki, wie auch immer, wie ihr es haben wollt. So, und jetzt bin ich dran. Wehe, Gon, du kriegst jetzt nicht. Bitte, tu mir einen Gefallen. Erwischt. Oho, episch. Episch. Jetzt muss er nochmal erscheinen. Wo ist er denn? Oh, verdammt. Nein, nein, Goku. Verdammt. Ich kann keine Attacke mehr einsetzen. Schäse. Schäse, Schäse, Schäse. Toriko haut ihn sowieso wieder weg. Ich habe eh wieder keine Chance, eine Combo reinzudrücken. Ich glaube, ich mache mal meine Dreiecks-Combo oder so. Zack, zack, zack. Oh, bringt schon ein bisschen mehr was. Auch wenn das nicht wirklich viel Schaden macht. Ah, verdammt, nein, mein... Verdammt. Wir haben verloren. Verdammt. Egal, ich mache kurz einen Cut. So, Freunde, ich habe es endlich geschafft. Auch wenn es mal wieder ganz kurz gedauert hat. Aber egal, das spielt keine Rolle. Ja, Hauptsache, wir haben es jetzt geschafft. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total schlecht mit Gon geworden. Was ist denn passiert? Also ich war eigentlich vor der Gamescom, war ich viel, 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 viel besser mit dem. Aber naja, egal. Kann passieren, Freunde. Heute war das jetzt nicht so wirklich das, was ich eigentlich wollte für das Finale. Aber, wir kommen ja noch zu einem Kampf. Deswegen, alles ist noch drin, Freunde. Der Hauptkampf kommt erst jetzt. So. Okay, der Geist verschwindet, die dunklen Phantomen sind wieder weg. Das dunkle Phantom der Feindschaft hat sich zurückgezogen. Dieser Ort ist jetzt sicher. Das Siegel funktioniert wieder, wie es soll. Jetzt können wir gefahrlos weitergehen. Super. Gut, dass uns diese göttliche Stimme jetzt nicht mehr stört und dass wir jetzt einfach weitergehen dürfen. Da war wieder so ein Raumschiff. Was ist das denn? Ein kaputter Mond? Ach, den kann man ansprechen? Moment mal. Nee, kann man nicht. Okay, auch nicht schlecht. Egal, wir machen einfach weiter, das ist jetzt egal. Tempel der Athene, Dunkelweiten. Sehr schön, wir haben es endlich geschafft. Hier wäre dann wohl das Ende dieser Reise. An keinem Ort zuvor habe ich mich je so unwohl gefühlt. Anscheinend werden wir hier wohl unseren letzten Kampf bestreiten. Hier sollten wir den letzten Schlüssel benutzen. Dann ist es jetzt wohl soweit. Du könntest recht haben, Gon. Dieser blöde Riesenaffe von Boss hat sich endlich gezeigt. Oh, verdammt, dunkles Phantom. Und es ist diesmal... Es ist... Oh, scheiße, jetzt konnte ich es nicht lesen. Es ist Naruto. Jetzt hat sich das Ding in mich verwandelt. Hey, dann bin ich ja wohl die Hauptattraktion. Ich schwöre beim Triumphschlüssel, wir werden dich fertig machen. Hoffentlich bist du dafür bereit, dunkles Phantom. Ich verstehe das nicht. Warum ist Leuten ein Sieg nur so wichtig? Gibt es denn wirklich einen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren? Ist es denn wirklich wert, sein Leben im Kampf zu riskieren? Die Welt ist voll von Leuten, die immer nur kämpfen. Die Antwort scheint klar zu sein. Vermeide jeden Kampf. Warum sollte man Leute in Gewinner und Verlierer einteilen? Lebe dein Leben weise. Dann brauchst du niemanden zu verletzen. Alle könnten glücklich sein. Kämpfe erfordern Opfer. Eines Tages wirst du auch etwas verlieren, das dir wichtig ist. Wenn der Kampf beginnt, werden du und deine Freunde sterben. Noch ist es nicht zu spät. Lass den Triumphschlüssel zurück. Keine Sorge, ich werde dir die Siegerbelohnung geben. Wenn du diesen Ort verlässt, wirst du Hokage werden. Was gibt es Besseres als die Erfüllung deiner Wünsche, ohne einen Kampf zu erlangen? Du brauchst nicht mehr zu kämpfen. Du machst wohl Witze. Wie könnte jemand, der nicht kämpft, wenn es nötig ist, jemals Hokage werden? Willst du denn wirklich so unbedingt gewinnen? Ich kämpfe nicht, weil ich gewinnen will. Ich kämpfe, weil ich etwas beschützen muss. Verstehst du denn nicht einmal das? Ich bin der Konoha Ninja Naruto Uzumaki. Ich werde dich zerschmettern und die Welt retten. Okay. Da fand ich die Ansprache von Gon so ein bisschen besser. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser fandet, welche Ansprache. Aber Gon hat es ein bisschen besser auf den Punkt gebracht wie Naruto. Er hat mal wieder gesagt, er möchte Hokage werden. Ganz einfach. Hat für ihn geregelt wieder alles. Aber naja, kann man auch besser machen. So, wir nehmen als Teampartner
Killua mit, weil der noch gar nichts bestreiten durfte. Und als Support nehmen wir noch Rufiku. Mit der Gum-Gum Gatling. Nee, Sprint Gatling, genau. Die nehmen wir mal. Mal was anderes wieder. So, da würde ich mal sagen, legen wir los und beschreiten den letzten Kampf, Freunde. Denn das ist der letzte Gegner, Freunde. Und wenn wir den besiegt haben, dann haben wir es endlich geschafft. Dann können wir auch Hokage werden, Freunde. Er sagt schon. Er ist derjenige, der Hokage wird. Werden wir sehen, Naruto. Ich werde dich auf jeden Fall auf deinem Weg begleiten, mein Freundchen. So, und da haben wir natürlich auch unseren Gegner. Den bösen Naruto. Uiuiui, der sieht aber krimmig aus. So, ich würde mal sagen, wir gehen als erstes von Anfang in den Zenon-Mode. Und los geht's. Volle Power. Rasengan. Und... verdammt, wie unepisch war das denn jetzt? Okay, Ruffy hat auch schon mal ein bisschen losgelegt. Du Pisser, Alter! Hier, die haben mich immer wegnudelt, ey. So, und nochmal, weil es so schön war. Rasengan! Perfekt getroffen. Ich brauche Chakra. Killua, schütz mich. Okay, das war ein bisschen zu wenig Chakra. Und nochmal. Zack, das war immer noch zu wenig. Wir brauchen viel, viel, viel mehr. Wir haben einen starken Gegner vor uns. Naruto, das war immer noch zu wenig. Jetzt reicht's. Zenon Mode. Und los geht's. Ich will jetzt auf jeden Fall nochmal so einen Rasengan machen. Jo, kann er nicht kommen. Und Rasen Shuriken. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber jetzt. Jetzt ist es zu weit weg. Perfekt. Rasen Shuriken. Verdammt. Ich hätte ihn fast getroffen. Einmal will ich es noch machen. Rasen Shuriken! Perfekt getroffen. Oh, Killua hat ihn, glaube ich, rausgehauen. Egal. Egal, egal, egal. Toll, ich bin wieder raus aus dem Zenon-Mode. Aber ihn hat es in die Blitze gehauen. Das ist schon mal schön. Und wir brauchen natürlich wieder Chakra. Heißt natürlich wieder ein bisschen zurücksprinten. Oh, verdammt. Killua wurde von einem Rasengan getroffen. Das war nicht geplant. Ich glaube, der wirft es. Nein, 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 nein. Verdammte Naruto, ey. Komm, werf es, werf es. Ich bin bereit. Hoho. Mein Zenon-Chakra hat es mir vorher gesagt, dass du es werfen wirst. So. So, Freunde. Ach, verdammt. Nein, 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 nein. Ruffy, danke. Boah, wie er den... wie er auf den einprügelt, ey. Finde ich super. Hau ihn weg und... zack. Das zieht übel viel Chakra ab, kann das sein? Verdammt. Verdammt. Verdammt, er kann gleich in den KCM-Modus. Das ist nicht gesund, Freunde. Das ist absolut ungesund. Komm, Rasengan, treff ihn in der Luft. Bam, getroffen. Sehr schön. Oh, die epische Musik. Ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass der in den KCM geht und mir da so eine Bijudama reindrückt. Das wäre gar nicht so lustig. So. Oh, Killua Naruto Power. Okay, das hat nichts gebracht. So. Perfekt. Perfekt, Ruffy. Wir haben dir noch nicht mal ein Leben abgezogen. Das ist doch der Hammer, oder? Hättest du mich jetzt getroffen, wäre das echt nicht cool gewesen, Naruto. Also wir ziehen den übel viel wenig Leben ab. Das ist ja voll krass. Ah, er ruft einen Schattendoppelgänger, weil das Ganze kann ich ja natürlich auch. Brauche aber mehr Chakra. Einmal noch. Jetzt spamme ich auf jeden Fall so ein paar Rasen Shurikens. Weil wir müssen ihn jetzt echt mal wieder runterkriegen, sonst wird das hier nichts mehr. So, Rasen Shuriken. Ah, ich habe ihn wieder nicht getroffen. Das ist doch der Hammer, ey. Jetzt ist er dahinter. Scheiße. Ja, perfekt. Bleib da. Genau. Oh, erwischt. So, wir gehen da rein. Killua. Lass mich in den KCM gehen. Ich drücke in den Bijudama rein. Wenn ich das treffe, dann haben wir es sowieso. Haben ihn schon mit dem ersten Leben abgezogen. KCM! Shurama, komm raus! Hallo. So. So, Freundchen. Du wagst es, mein Aussehen zu kopieren, aber das erlaube ich dir nicht mehr. Boom! Toll, wir haben nicht getroffen mal wieder. Warum ist der hinter mir? Ich glaube, ich spinne. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. In diesem epischen Modus treffe ich mich. Hammer, ey. Wie schlecht. Ah, ich muss noch ein Rasenschulchen, will ich noch vorbereiten. So. Dieses epische Ding kriegst du
Verdammt, ich habe ihn getroffen. Ha, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, aber okay. Oh nein. Nein, nicht gut. Moment mal, kann man in dem Zen-Mode, kann man da mehrere beschwören? Ich weiß gar nicht. Nee, ich hab gedacht, man kann mehr beschwören. Das wäre echt krass gewesen. So, gar ein Doppelgänger reicht auch. Lass Killua in Ruhe. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht beide draufgehen, weil Killua ist gleich tot und wenn ich dann auch nochmal draufgehe, ist ja gar nicht so toll. Komm. Verdammt, der kann auch bald wieder in seinen Victory Burst. Was, noch 30 Sekunden? Was ist dann? Haben wir dann verloren? Lol, das ist eine Zeitbeschränkung, das wusste ich gar nicht. Der Hammer! Der Hammer! Nein, nicht cool! Ich krieg den nicht tot. Ich krieg den nicht tot! Moment mal. Wir hätten dann gewonnen. Eigentlich müssten wir dann gewonnen haben, weil wir haben einen Punkt. Wir liegen einen Punkt im Voraus. Bitte lass es zählen. Moko, jetzt bin ich gespannt. Wir haben gewonnen. Wie geil ist das denn? Wir haben gewonnen. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Auch nicht schlecht. Ja gut. Ja gut. Nicht mein Problem. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Ja, schön. Ich finde es super. Ja, alle Stufenaufstieg auch nochmal schön. So, jetzt will ich das Ganze aber hier auch beenden. So. Hey Naruto, warum machst du ihn nicht endgültig fertig? Dein Kampf mit ihm ist mir etwas klar geworden. Dieser Typ wollte von Anfang an gegen uns verlieren. Er wollte seine dunkle Welt verlassen, auch wenn er damit verschwende. Er möchte dieses Dunkelheitszeug nicht. Wenn das so ist, dann könnte er sich uns doch anschließen. Du willst doch auf unsere Seite kommen, in die Welt des Lichts. Mhm. Du hast manchmal wirklich ein allzu weiches Herz, Naruto, aber ich verstehe wohl, warum jemand das Licht lieben könnte. Hä? Was ist los, Killua? Nichts, es ist nichts weiter. Jetzt komm schon, in dieser Welt war Platz für Typen wie uns. Du passt da auch hinein. Los, komm schon mit. Okay. Kommt dieses dunkle Phantom mit oder nicht? Oder verblasst es und verschwindet? Okay. Wir wissen es nicht. Auch nicht schlecht. Wir sind jetzt wieder in der normalen Welt. Ihr seid alle da. Gut, Jump-Helden, bitte, bitte hört her. Ich möchte euch für eure Arbeit und euren Enthusiasmus danken. Dank eurer Bemühungen wurde die Jump-Welt gerettet und da auch die dunkle Phantome wurde gerettet. So ein wunderbares Happy End hätte ich nicht erwartet. Gut, ich versprach jedem von euch einen Wunsch zu erfüllen, also sagt mir, was ihr euch wünscht. Was ist los? Ich weiß nicht recht. Todeko, du wolltest doch Gourmet-Zutaten haben, stimmt's? Wie kann ich die besorgen? Welche Zutaten brauchst du denn? Also eigentlich brauche ich keine von dir. Ich habe beschlossen, sie selbst zu suchen. Ich habe auch keine Wünsche. Ich will nur noch mehr Aufregung. Du willst mir eine Belohnung geben? Was glaubst du eigentlich, wen du dir vor dir hast? Ich werde dich platt machen. Was zum... Du auch, Ichigo Kurosaki? Ja, ich denke schon. Was sollte ich sonst wohl antworten? Ich auch. Ja. Wenn ich etwas will, dann besorge ich mir das selbst. So einfach ist das. Was zum... Ihr auch? Nö, mir geht's gut. Ich brauche nichts. Whitebeard würde dasselbe sagen. Er wollte auch nie Almosen haben. Da stimme ich dir zu. Verstehe, vielleicht wollt ihr, dass das Gewinnerteam beginnt. Ich hätte Team Naruto als erstes fragen sollen. Oh, verdammt. Naja, ich glaube, es gibt auch nichts, was ich möchte. Das gilt auch für mich. Versuch's bei jemand anderem. Ich brauche auch nichts. Was zum... Ich kann euch absolut keinen Wunsch erfüllen? Ihr lehnt mein Angebot ab? Was soll das bedeuten? Liegt das nicht auf der Hand? Es bedeutet, wir haben bereits alles, was wir wollen. Was soll an einem langweiligen Leben schön sein, in dem man alles hat? Na gut, dann sage ich dir, was ich will. Ich will, dass du ein weiteres Jump-Kampf-Turnier abhältst. Selbst wenn es da keinen Preis gibt? Ich weiß, dass alle hier immer stärker werden wollen. Ich will sie wieder treffen, wenn sie das geworden sind. Das wäre schöner als jeder Preis. Also gut, aber es gibt doch einen Wunsch, den ich jetzt erfüllen muss. Ein riesiges Festmahl. So, und da fliegt auch schon das ganze Essen runter. Ich glaube nicht, dass sich das irgendjemand hier gewünscht hat. Oh, das hat sich hier wohl jeder hier gewünscht. Ich wollte etwas für die Helden tun, die die Welt gerettet haben. Ich will euch einfach etwas Gutes tun. Das ist doch ein ziemlich guter Wunsch, oder? Wenn das so ist, dann hätte ich nichts dagegen, was zu essen. Ich bin wirklich am Verhungern. Das gilt auch für mich. Gib mir Nudeln von Ichiraku. Also wenn ihr was esst, dann tue ich es auch. Prima, dann kann die Abschlussparty steigen.
Bring alles her, was du zu essen hast. Bei mir wird nichts schlecht. Der Naruto, super. Super. So, damit haben wir die Geschichte abgeschlossen, Freunde. Wir haben zum zweiten Mal das Jump-Kampf-Turnier gerettet, beziehungsweise zum sechsten Mal, weil ich habe das letzte Mal ja schon mal gemacht und habe alle 4 Stories gemacht. Und jetzt noch zweimal die Story, in der deutschen Fassung heißt 6-mal. Und das sollte eigentlich mal reichen. Ich habe jetzt, glaube ich, öfter die Welt gerettet wie Goku. So in dem Sinne. Ich hoffe, euch hat das Let's Play trotzdem irgendwie gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall auf meinem Kanal mit J-Stars Victory vs. Plus. Mal gucken, ob ich irgendwann mal Online-Parts bringen werde. Aber ich habe jetzt erstmal genug von diesem Spiel. Ich brauche jetzt erstmal Abstand so ein bisschen von diesem Spiel. Und eure Meinung gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Spiel? Würdet ihr euch das jetzt nochmal kaufen? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Und spielt ihr das Spiel aktuell noch? Ja oder nein? Wie gesagt, alles gerne in die Kommentare. Und sowas lese ich immer wieder sehr gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Let's Play wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tödele. Go fighting star! 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 Go fighting star